vor ein paar Tagen in Athen. Das Wetter ist viel besser als die Lage. Die Wirtschaft noch einmal um 6% eingebrochen, 26% Arbeitslose, immer mehr Menschen obdachlos. Jetzt auch noch der Ausverkauf des Staatseigentums, für viele ein Horrorszenario. Ich habe die Sorge, wenn alles, was dem Staat Geld einbringt, wenn das alles veräußert wird für ein Apfel und ein Ei, dann kann ja dieser Staat aus diesem Eigentum nichts mehr einholen. Alle Kürzungen und Streichungen haben die Lage immer schlimmer gemacht. Überall kann Antonio Space die Verzweiflung mit Händen greifen. Auch staatliche Arbeitsverträge sind nichts mehr wert. Ich soll entlassen werden, obwohl ich ganz regulär eingestellt worden bin. Wieder sollen 500 Staatsangestellte von heute auf morgen entlassen werden. Die meisten jung, gut ausgebildet und mehrsprachig. Jeder zweite junge Mensch hat keinen Job mehr. Ein paar Stockwerke oberhalb sitzt der Asset Development Fund, eine Art Treuhandgesellschaft. Ihr hat der Staat bereits den größten Teil seines Besitzes übereignet, endgültig. Das hat die Troika von EU, EZB und IWF so verlangt. Das Volk wurde nicht gefragt. Auf der Verkaufsliste stehen Gebäude, die wohl kaum viel einbringen werden. Die Statistikbehörde oder das Steueramt A von Athen. Aber auch die Post soll verkauft werden, alle Häfen und Elektrizitätswerke. Das werden die Bürger mit höheren Rechnungen bezahlen müssen. Auch die Öl- und Gasversorgung soll dem Staat entzogen werden. Doch der Verkauf läuft schleppend. Die Investoren spekulieren wohl auf noch günstigere Preise. Die Toto-Gesellschaft ist eines der wenigen Objekte, die schon verkauft wurden. Mitzuständig für die Privatisierung ist der Minister für Entwicklung, ein moderater Wirtschaftsliberaler mit amerikanischen Vorbildern. Die Privatisierung hat zwar den Sinn, die Schulden zu verringern, sie soll vor allem aber ein Signal aussenden. Griechenland will kein Land mehr sein mit einem großen Staatsapparat, sondern es soll sich mit Hilfe von Investitionen weiterentwickeln. Die Privatisierung ist eine Einladung an alle Investoren der Welt, an der Entwicklung Griechenlands teilzunehmen. Bestärkt sieht sich die Regierung durch ihre Erfahrungen mit COSCO Pacific. Der chinesische Staatskonzern hat schon vor einiger Zeit auf 35 Jahre einen Containerhafen in Piräus gepachtet, als Brückenkopf, um künftig Rotterdam und Hamburg Konkurrenz zu machen. Jetzt haben die Chinesen auch Interesse an der griechischen Staatsbahn angemeldet. Doch der Verkauf stockt. Die Investoren fordern völlig freie Hand. Für Arbeitsverträge nach ihrem Geschmack. Und die Altschulden soll sowieso der Staat übernehmen. Alle Schulden des Staates bei der Privatwirtschaft werden beglichen. Das ist mit der Troika so abgesprochen. Bleibt die Frage, welchen Wert das griechische Staatseigentum überhaupt hat. Der Treuhandfonds verweigert uns dazu jedes Interview, aber nicht nur uns. Selbst die gewählten Abgeordneten können nur Vermutungen anstellen. Griechenland muss staatliches Eigentum im Wert von mindestens 50 Milliarden Euro verkaufen, damit die ausstehenden Kredite finanziert werden können. Es ist aber keineswegs sicher, dass dieser Betrag erreicht werden kann. Die EU-Kommission hat den griechischen Staatsbesitz taxieren lassen. Das Ergebnis? Geheim. Die Volksvertreter sind längst entmachtet. 50 Milliarden Verkaufserlös fordert die Troika. Eine reine Fantasiezahl. Unabhängige Schätzungen erwarten höchstens 10 Milliarden. Denn jeder weiß, dass Griechenland verkaufen muss. Das drückt weiter auf die Preise. Nach dem Plan der Privatisierung soll zum Beispiel auch die Wasserver- und Entsorgung verkauft werden. Dieses Unternehmen hat einmal 6,5 Milliarden Euro gekostet. Der Verkaufspreis heute höchstens 250 Millionen. Auch über die langfristigen Folgen der Privatisierung wird von der Troika nicht diskutiert. Die neuen Investoren werden ja ihren Sitz irgendwo im Ausland haben. Das heißt, sie brauchen keine Steuern im Lande zu zahlen. Fazit: Die Zwangsprivatisierung wird wenig Geld einbringen, aber dem griechischen Staat langfristig fast alle Einnahmen entziehen. So wird das Land nie mehr vom Tropf kommen.